Hallo und herzlich willkommen. Huch. So das? Nicht genug. Was? Nicht klug genug? Was? Aber weiteren Übung mit dem Meister. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber letzte Aufgabe war wirklich schwer. Wollte auch noch was sagen. So. Aufräumen. Okay. So, wo war das? Rechnung. Ich muss wieder was bezahlen. Post bekommen, Rechnung bezahlen. So. So. Ach ja. Platzieren wir mal woanders im Blick. Wir haben jetzt das. Da haben wir schon so einige Sachen da rumstehen bei uns. Stört es auch nicht noch, wenn wir das auch noch zustellen. Passt es aber nicht hin. Ich passe es nirgends mehr hin. Ah, dann passen wir, stellen wir es hier hin. Dreh dich. Dann. So. Habe ich die Aufnahme gestartet? Ich hoffe ja. So, okay. Alles klar. Wir haben auch so hässliche Lampen. Das können wir auch ändern, aber wir haben mit hier noch zu wenig Budget. Gut. Wir gehen wieder ins Spiel zurück. Hopp. So, er ist fit. Was haben wir? Haben wir Hausaufgaben noch zu schaffen? Hausaufgaben noch verbessern, so. Und dann, gefühlvoll spielen, Konzert geben, Lied spielen, üben, Inventar platzieren. Üben. So. So. Ach ja, spielen wir auch. Einfach ein bisschen aufräumt hier. Weglegen. So. Kann ich wieder so eine Hausaufgabe hier machen? Kann ich die Hausaufgabe einpacken? Nicht vergessen. Sehr gut. Ah, störe die Musik aus. So. Hoch, dreh dich. So, jetzt sind wir die Geige. Auf geht's. So. Ich muss noch ein bisschen Geige üben. Lernt er noch? Ja, lernt noch. Okay. Ja, schön, ne? Entschuldigung, was ist die Uhrzeit? 21 Uhr schon. Das ist natürlich doof. Und seine Werte sind gut. Aber auch nicht so viel Schlaf. Ja, weil allen Instrumenten gut werden. Das ist ein kleiner Musik-Genie. So, wieso hält er an? Kein Grund. Okay? Komm schneller. So, oh mein, Ohren bluten schon. Ach, er ist selbstsicher geworden jetzt natürlich. Achso. Das gefällt gut. So, was hat er da noch? Hausaufgaben Champion. Glücklich. Was wollen wir noch machen? Bitte erzählen. Jetzt kannst du, nachdem du die Musik fertig hast. Erzählt euch hast. So. Jetzt hat er Witz. So, jetzt haben wir Witz. Lala, kannst das Ding erstmal wegstellen. Hast genug geübt. So. Hogi Wolf Sue. Shush Firba! Witz, Witz, Witz. Tuch du was. Okay, schön. Jetzt, was will er jetzt als nächstes? Monster unter dem Bett reden. Ich soll mit Monster unter dem Bett reden, das kann er jetzt nicht. Schuxona. Na? Wir sitzen und plaudern. Ja, tut ihr ja gerade. Das ist schön. Die ist ganz schön dick geworden. Die müssen wir mal ins Sportcenter schicken, auf jeden Fall. Das ist vielleicht mal Offline-Aufnahme machen. So. Also jetzt nicht aufnehmen, weil ich so keine Video. So. Mhm.
Das Ding für gefühlvoll spielen. Mal gucken, was draus wird. Gefühlvoll spielen. Oh, er hat Hunger. Auf geht's. Noch ein bisschen. Achso, ja. Und weiter Weg. Direkt in der Kopf. Jo, hört immer besser. Schauen wir mal wieder, ein bisschen Toro. Müssen wir schaffen. Wird ja langsam, es wird langsam. Ja, beschreiben, warte. So, ist er doch langsam wieder. Oh. Ist leider kein Wochenende, ne? Nein. Dann, gehen wir nur auf Toilette. Verwenden. Ja, ja, kannst du gehen. Muss deine Fliegemutter noch aus dem Zimmer da jagen. Badezimmer. Geht schon. Husch, raus, dann mit dir. So. Alles klar. Und dann soll er noch einen kleinen Snack essen und dann kann er gar nicht mehr schlafen, glaube ich. Jetzt hat er bei mir ein bisschen. Schnelle Mahlzeit, ein Joghurtsack. Ne, lass den Joghurt weg. Schnelle Mahlzeit, lass ihn weg. Und dann bringt das hier schlafen. Und dann ein Bett legen lassen. Okay, okay, du bist müde. Lass ihn schlafen, laber ihn nicht voll. So, bring ihn ins Bett. Dass er noch eine Stunde schläft. Hast du die Nacht durchtrainiert? Komm, husch. Geh ins Bett. Ah, er geht nicht. Er geht nicht. Nein, du sollst nicht essen. Ja, schlafen legen. Egal, leg dir mal ein bisschen schlafen. Du kommst nicht ins Bett rein? Du kommst nicht ins Bett rein. Das klappt nicht. Er geht auf Toilette. So. So, das hier. Konzertgänge neu üben. Inventar platzieren. So. Und dann schlafen. So. Dann kannst du überall lernen. Lass mich noch ein bisschen schlafen. Na? So, um 8 muss er los, ne? Oder um 9. 8. Dann kriegt er noch ein bisschen Schlaf. Das ist gut. Einer Stunde circa zur Schule gehen. Okay. Ja, lass ihn noch ein bisschen schlafen. Hm. Er ist glücklich. Freund für Fortkissen. Naja, klar. Das ist lustig natürlich. So. Schnell Mahlzeit. Was haben wir denn auf die Schnelle? Apfelmus, Joghurt, Käse, Cracker. Erdnussbutter. Sandwich, so. Alles klar. Aufstehen. Ist ja noch ein Snack und dann geht's los. Hopp, komm, komm. Ja, komm, keine Panik. Du hast nicht verschlafen, du hast noch Zeit. Naja, gut, 10 Minuten hast du noch Zeit. So, ja, ist ja dann. Unwohl, ja, Hunger. Hau mal ein kleines Sandwich rein, das hilft. Ja, der braucht aber echt lange. Unscharf. Was war das für Unscharf? Ganze Nacht. Aha. 24 Stunden am Stück wach halten. Siwa Kimba? War sie 24 Stunden wach? Ja, ja, nicht. Er hat ja schon ein bisschen geschlafen. Jetzt noch zur Schule, ne?
extra jetzt zur Schule. Zeit für die Schule hier. Wanka Core. Cool. Slabuna Core. Yanni, Baby. Steppa. Aufgehört, du musst zur Schule. Hab schon gezogen und auf geht's. Viel Spaß in der Schule. Und jetzt. Timo. Ich wechsle die ganzen Namen und die ganzen Sims so langsam. So. Alles klar, Timo ist jetzt zur Schule. Ach ja, hier die Alte schicken wir mal zum Sport, ne? Hab ich gesagt. Ist ja, die geht zur Arbeit? Ich glaube nicht, ne? Die muss nicht arbeiten. So, sie muss ins Sportcenter. Unbedingt, da muss sie hin. Nee, sie geht alleine. Sie ist mir zu dick geworden, die muss jetzt ein bisschen abspecken. So, jetzt hier, zack, trainieren. Kann ich sagen, wie hart und intensiv? Nee, kann man nicht. Auf geht's. Auf geht's. Trainieren, ja. Trainieren, Mädchen. Da haben die Fütter müssen runter. Hi, wo willst du denn hin? Wo geht's hin? Bleibst du hier? Hier gehen. Wo willst du hin? Lauf sie weg, das faule Stück. Wo muss sie arbeiten? Muss sie arbeiten? Also geht zur Arbeit. Okay, kann ich dir nichts machen. Alles klar, dann lass sie zur Arbeit gehen. Dann ist ja okay. Verrückter Brief. Was? Habe ich schon Brille auf, ist trotzdem so unscharf. Ich wollte ich meine Brille mal reinigen. Dieser verrückte Brief muss ein Scherz sein, oder? Santa ist sich ziemlich sicher, von einem Internet-Scherzkicks veralbert zu werden. Doch es gibt keine Methode, um das mit Sicherheit festzustellen. Wenn sie den Brief veröffentlicht, wird das ihre erfolgreichste Kolumne aller Zeiten. Sie kann den Brief aber auch ignorieren, um auf Nummer sicher zu gehen. Ignorieren? Komm jetzt, zack. Es kann natürlich auch losgehen. Soll Timo die Klassenkameraden Ute zu sich einladen? Wer ist Ute? Okay, lass mal ein. Kann nicht schaden. Komm, Ute. Ah, oh, aber du bist müde, ne? Oh je. Aber komm, erstmal ein lecker Joghurt essen. Nee, durch eine falsche Person. Hopp. So ist er. So. Schnelle Mahlzeit, Joghurt. So. Wo ist denn Ute? Da der Ute wollte mitkommen. Und dann hier aufräumen. Ja. Da ist Ute schon. Wer ist denn Ute? Zeig mal, Ute, wie bist du denn? Ach, Ute, da kommst du noch schon rein. Auch müde. Hallo, Ute. Freundlich. Hier ist das kennenlernen. Machen wir kennenlernen. So, gemein, nein, lustig. Jetzt muss ich mal Witze mit Tieren machen. Rumblödeln. Rumblödeln darf ich auch mal sein. Tipps bitten, was?
Achso, er räumt jetzt auf. Na ja, gut, das ist sehr lobenswert, ne? Dann räumst du das hier auch auf weg. Nein, weglegen. Müde, ne? So müde, der Arme. Aber das besucht er. Du kannst jetzt den Besuch jetzt nicht hier so sitzen. Wollen wir noch was machen? Mehr Auswahl, was haben wir denn noch? Die wir spielen, in der Schule reden, Interessen reden, werden interessant. Noch weiter weg, sie. Auswahl. Was? Über Buchrechten reden? Nein. Lieblingssänger. Machen wir. Ich soll über Spitzer kriegen, kann auch mal machen. Traurig, sie ist traurig. Warum ist sie denn traurig? Lustig. Einmal die Geschichte überwachsen. Komm, ich will zitieren. Grimassen schneiden, jemanden parodieren. Und parodieren. Oh, lustig, ich muss noch ein bisschen. Lustig. Komm, ich will zitieren. Einmal die Geschichten erzählen. Freundlich. Und die Geschichten erzählen. Können wir sonst noch was machen? Hausaufgaben. Hausaufgaben schon fertig. Ja, lass mal dieses Haus da rumbrillieren weg. Das ist wichtig. Freundlich. Auswahl. Lieblingstier reden, Interessen reden. Umarmen. Umarme sie mal. Ich helfe das ein bisschen. Nicht so traurig. Nicht so traurig. Freundlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Er muss schlafen. Energie geladen ist sie. Aber hier. Unser Timo ist müde. Ist auf Wiedersehen gesagt. Freundlich. Auswahl. Umarm nochmal. Wiedersehen gibt's ja nicht. Freundlich. Tag fragen. Kann man hier was vorspielen? Singen. Spielen. Zufall spielen. Komm mit. Mach ein bisschen Musik. Komm mit. Kommt sie? Endlich. Auf. Gut, ein bisschen mehr Auswahl. Ich kann sie nicht einladen zum. Ah. Hey, nicht geschlafen. Bitte zu gehen. Das ist ja fast auf Null, ne? Ja. Arme, Gott. Umarm sie nochmal und dann schick sie und dann gehst du schlafen. Schlafen, unbedingt schlafen. Ohne Kompromisse, einfach schlafen gehen. So, freches Mädchen. Mach dir alles drin. So, jetzt geht sie. Hoffentlich ist es nicht ganz, hat sie nicht übel genommen. Aber erst ein bisschen alle schon. So, ich muss los, danke. Dann zeig ich mir das. Genau.
Das ja, räumen wir mal auf hier. Hüpp. So. Alles klar. Sie ist wach. Was ist mit ihr los? Sie ist müde, aber braucht ein Bad. Braucht sie immer hier ein schönes, dampfendes Dusche. So. Okay. Und dann aufräumen. Alles klar. Wir wechseln wieder auf Timo. Entschuldigen wir. Hopp, so. Wollt ihr hier so mit ihr mit ihm wieder reden? Komm. Wollt ihr mit ihm reden? Ja, schon versucht mit ihm zu reden, es hat nicht geklappt. Ah. Kann er da schlafen? Beanspruchen, ein Nickerchen machen da. Bei Mamachen, machen wir da. Der hat Angst. Er hat Angst. Oh je, der hat Angst. Chirova? Hey, Clavy Finish. Dirty Blue. Na, geh jetzt mal auf Toilette. Finden. Du hast da schlafen gegangen. Okay. Ja, und man muss auf Toilette, ne? Schaffst du es noch hin? So. Sind wir auch ganz schön fertig. Oh. So. Siehst du, ich spiele mit dem Monster. So, wenn wir uns das Spiel nehmen, ich mal reden. Ja. Und im Bett fragen. Nein, nein. Geheimnisse. Sorry, Geheimnisse. So, verbessern. Badewanne spielen. Schaumbett nehmen. Da, nehmen wir mal Schaumbett. Das beschleunigen wir mal. Dann schnell Mahlzeit. Joghurt. Ja, noch ein Schaumbad, ne? Jo. Da kann man glücklicherweise nicht viel sehen. Da kann man hier ruhig zugucken, mein Baden. So. Beschleunigen wir mal. Soll das der Hotel sein? Ups. Das ging schnell. Ja, gut. Gleich machst du zur Schule wieder. Wenn es weiter so geht. So. Oh, schalt, du musst ja keinen. Ja, nochmal Zähne putzen und dann ins Stand schlafen. Hopp. Zack, zack. Ja. Hä? Weißt du, dass er da ist?
Beanspruchen. Reden, Monster und im Bett. Bitten zu verschwinden. Ich muss dann leider gehen, weil er möchte schlafen. So. Kann nicht schlafen. Dann machen Dickerchen. Ein bisschen Schlaf brauche halt. So, verspielt. Das ist doch verspielt. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ah. Okay. Ja, verstehe, er ist total müde und ist verspielt. Hm. Wir werden den Tag dann überstehen. Das ist Freude. Los, gleich zur Schule. Wo ist die Geige hin? War die hingetan? Das sollte unser Inventar sein, die Geige. Die kleinen Musikdaten. Achso, da kann ich noch was zu Ende schreiben. Aber wo ist die Geige hin? Ich hatte doch hier ein Inventar gehabt. Ja, das will ich. Die Geige hin. Das hier. Aufräumen. Aufräumen. Wo ist die Geige gelassen? Muss ich die Geige jetzt neu kaufen? Geige fehlt. So, jetzt verbessert sich ja nichts mehr. Was kann ich mit diesen Musikdinger hier machen? Lebendige Weise fortsetzen. Ich kann es noch weiter fortsetzen, aber mehr kann ich nicht machen. Hausaufgaben verlieren, Bild platzieren. Aber wo ist da eine Geige hin? Ich sehe nichts. Geige, da ist sie. Achso. Wo ist die Geige hin? Verstehe nicht, wo ist das Inventar von ihm? Muss doch hier eine Geige drin sein. Frösche, lalalala. Dekoration. Kristalle. Aha. Fische und lalalala. Hä? Tagträumen und Telepathie versuchen, Chaos veranstalten, Aktionen, widerlich sein, Outfit, singen, üben. Aber wo ist das Instrument hin? Hä? Wo hat er die Geige gelassen? Oder hat sie die Geige eingesteckt? Nö. Nö, der hat hier nichts. Hm. Kann ich mal lesen. Aber da ist nichts. Erste Schule. Wo ist jetzt seine Geige hin? Hier ist sie nicht explodiert. Ist einfach weg, die Geige. Die Geige nochmal kaufen. Scheiße, was ist das denn? Nochmal Geige kaufen. Das ist weg. Die hat sich weggepoppt, Junge. Das ist eine Scheiße. Das ist eine Kacke. Musikinstrument. Okay. Nehmen wir die etwas bessere Geige jetzt. Kann er die schon spielen, dann kann ich nur die Kinder Geige spielen, ich hoffe nicht. So. Hm.
Ja, das heißt, man lernt daraus, sie muss stehen bleiben, so verschwindet sie. Wenn er die mitnimmt, ist sie weg. Ist klar. Das ist ja blöd. Räumst du mal auf? Das ist sauber, okay. Aufräumen so. Gut, erst. Hoppla. Natürlich fertig. Ach, wir haben einen Haushälter? Wusste ich ja gar nicht. Wieso räume ich denn auf? Die putzt da wie. Die kommt nur einmal im Monat oder wie? So. So wird das ja nichts mit dem Haus sanieren oder so. Ich meine, die Instrumente neu kaufen muss, weil die einfach verschwinden. Das ist ja blöd. Da ist wieder kaputt. Ja. Reparieren. Die kann das. Ja. Wo bleibt unser kleiner, Timo, wo bleibst du? Und hier wirklich eine kleine Welt hier, ne? Die meiste Zeit seines Lebens hält er sich hier in diesem Haus auf. Ja, lange Schule. War so ein Freitag. So. Und schauen auf ihn hier. Der ist da runter. Er geht erstmal schlafen. So. Das ist wichtig, dass wir ihn einfach erstmal schlafen lassen. Alles andere ist uninteressant. Aber mich wurmt das, dass die Geige aus dem Inventar verschwunden ist. Die ist nicht mehr da. Musikdaten. Ist nicht da, so ein Musikinstrument. Das ist echt ganz komisch. Was macht er da, wenn er ausgeschlafen ist, ne? Mein Lütten, nee. Er schläft. Lass mal schlafen. So. Das ist merkwürdig. Aber weg das Instrument. Hat es verschenkt oder was? Hat er sich das klauen lassen? Von der Lütten. Die war so traurig, stimmt. Hat sie ihm das geklaut? Kleptomanisch. Deswegen war sie traurig, sie ihn beklaut hat. Huch. Hunger hatte. Jupp. Schnelle Mahlzeit. Auswahl haben wir nicht, machen wir das. Die schläft. Mein Radio ist an. Wahrscheinlich von der Mischung um die Geräusche her. Aber dann ist sauber, der Kleine noch. Warte ich mal, aber das mal ab hier. Ja, ist Hunger, ich weiß. Schaffst du noch. No. Das ist so, Frau. So, und hier jetzt. Gefühl vor Spielen, Konzert geben, Lied spielen, üben. Auf geht's. Naja, dafür hat er jetzt eine fortgeschrittene Gitarre, Geige.
den noch voll kriegen hier. Noch vor. Hausaufgaben, Champion. So. So. Komm, ich lasse so. Ja, aber nächsten Level. Das ist gut. Ich kann schon mal zwei Instrumente gut spielen, würde ich mal sagen. Okay. Ich kann das. Das nicht. So, auf Toilette muss er. Wenden. Hände waschen nicht vergessen. Macht sie Essen? Macht sie nur für sich Essen. Oh, ist noch nicht so schön. Muss noch besser werden. Noch ganz schön ist die Kratzer, ne? Der Arsch muss noch perfekt werden. Aber ich habe die Folge schon überzogen wieder. Ich muss aufhören. Hm. So, wo lacht sie jetzt? Auf Toilette. Hm. Also räumen wir so lange auf. Macht sich tot drüber. Auf Toilette muss der Arme. Hm. Komm mal raus da. Blöde muss auf Toilette. Hm, ja, ich weiß. Müssen wir jetzt hin? Müssen wir zu jemand anders jetzt auf Toilette gehen oder was? Ne, das hast du nicht vor. Das wird blockiert. So, jetzt kannst du auf Toilette gehen. Verwenden. Und dann erfrischen, duschen und baden. Duschbaden. Schaumbad nehmen. Nachdenklich duschen. Nachdenklich duschen, das hilft. So. Ach, jetzt hier los. Begrüße mal hier. Ah, so gehen freundlich. Ah, ja, rein, bitte. Komm ruhig rein. So. So. Mal hier. Dann machen wir hier nochmal fit. Sauber. Beschämt ist er. Warum? Ist er beschämt? Huch, weil er nackig aus der Dusche kommt oder was? Soll er denn ein Lied an ein Lied arbeiten? Da hast du noch so ein bisschen dein Dings hier zu tun, ne? Fortsetzen. Was haben wir da noch für Möglichkeiten? Kugeln zum Verwerfen, nein. So. Hunger. Kann sie mal ein vernünftiges Essen für ihn machen? Kombi zu bereiten. Hm, schwarz-weißer Kuchen. Kuchen, nein. Was haben wir denn da? Pasta, immer Hähnchen. Ja, mach das hier mal. Kann sie nicht machen? Füllt was oder was? Sie nicht machen, oder wie? Was ist das? Sind noch fertig? Essen schon fertig? Hat sie für sich allein gemacht? Sie hat nur für sich allein Essen gemacht. Öffne, was haben wir denn da? Hm, Joghurt. Nix. Was soll denn Essen für alle machen?
Hat sie nur für sich alleine ein Essen gemacht? Ist sie jetzt weg? Nee. Wieso kocht ihr nicht ein Essen? Und wieso legst du die Bücher da einfach hin? Nein. Weglegen, so. Auch hier, überall Bücher platziert. Weglegen und... Trinken, einfach lassen. Nein. Tablettieren, aufräumen. Und dann hier... Kochen. Hamburger Kuchen. Wie lange muss er noch spielen? Ich wollte gerade tatsächlich dabei ab. Ein Essen kriegt. Wir verarschen. Die Frau will mich doch verarschen. Du sollst das hier weglegen. Und das hier weglegen. Und haben wir fortsetzen, so. Nein. Fortsetzen. Was ist das Problem? Mach das nicht. Fortsetzen. Warum kann sie es nicht? Ich fahre schon, oder? Fortsetzen. Dann aufräumen. Eine Verarschung. Sie kann das nicht. Abendessen servieren. Fisch, ja, nur das. Sie kocht einfach nicht. Warum nicht? Dieses Brett hier vielleicht weg. So. So. Ah, die Frau macht mich fertig. Die kocht einfach nicht. Fortsetzen. Ein Pack gewesen, dieses scheiß Brett da am Weg, wa? Ging das nicht. So, jetzt kann der Junge endlich essen. Es gibt neue Essen und einen Namen. Hunger. Was soll ich dazu sagen? Passt doch einfach jetzt. Portion nehmen. Ausschalten. So. Ah, er setzt sich also jetzt. Musikstück fertig gekriegt. Was hat er da? Um Album. Achso, dann muss ich ihn einladen erstmal. Hopp. Plaudern, Sims, SMS schicken? Nein. Plaudern mit. Wo ist er denn? Das ist nicht in seiner Liste hier. Ach, das geht schon mal nicht, ne? Ne. Das kann ich in seiner Liste hier. Kann ich einladen. Hm. Ist nicht da. Ah, jetzt hat alle gegessen jetzt. Dreck zu essen ist wirklich ungesund. Eine ausgeglichene Mahlzeit hier. Jemand hat gesagt, dass man Dreck essen kann, aber ein anderer meint, davon würde man sehr krank werden. Kann man Dreck essen? Dreck zu essen ist wirklich ungesund. Wenn du Dreck isst, können die Kinder dich hänseln. Okay. Portion nehmen. Hat er schon in der Hand. So. Kann ich noch eine Portion nehmen.
Nein. Ist das auf? Ja. Wenn du. Essen. Oh Mann, Junge, du machst mich fertig. So. Okay. Dann, wenn du fertig bist, das hier nehmen, Lunchpaket stecken, Portion nehmen, Inventar platzieren, aufräumen, weglegen. So. So, okay. Alles klar. Ja. Schon so lange nicht mehr vernünftig gegessen. Wurde ja auch mal Zeit, ne? Ach, der Albert. Das Buch. Okay. So, ist fertig. Auch noch aufräumen. Und dann haben wir auch genug Folgen. Das reicht. Die Folge ist wahrscheinlich wieder viel zu lang. Alles klar. Dann schicken wir ihn noch ins Bett. Jetzt schon gemein, nein. Nee, freundlich. Monster mit einzuspringen, bitte gewacht zu werden. Genau, das bringen wir ins Bett. Er ist ganz müde. Bring ihn gleich mal ins Bett. Zur Zeit. Genau. Ja, bringt sie ins Bett. Sie bringt ihn ins Bett. Na, wunderbar. Alles klar. Und dann können wir auch hier die Folge abschließen für heute. Ein paar Sachen haben wir geschafft. So. Alles klar. Gute Nacht. Timo. So. Schlaf gut. So. Alles klar. Gut. Ja, dann wünsche ich euch auch was. Bis demnächst. Wir haben noch heiser. Verdammt. Alles klar. Habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.